In Berlin sind gestern tausende Menschen gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Parteien, religiösen Verbänden und Vereinen. Bundespräsident Steinmeier appellierte an die Menschen in Deutschland, jüdisches Leben zu schützen. Das sei sowohl Staatsaufgabe als auch Bürgerpflicht. Bei der Kundgebung waren auch Angehörige von Geiseln, die von der Terrororganisation Hamas verschleppt worden sind. Die Kerzen auf dem Bebelplatz sollen an die Opfer der Terrororganisation Hamas erinnern, an die entführten Geiseln. Joni Ascher ist nach Berlin gekommen. Seine Frau, beide Töchter wurden von den Terroristen verschleppt. Dieses Video von der Entführung wurde in den sozialen Medien verbreitet. Er erkannte seine Familie wieder. Ich arbeite hart, damit ich an Informationen gelange, damit sie zu mir zurückkommen. Das ist seine Familie. Dass er nicht weiß, was mit ihr geschehen ist, belastet ihn schwer. Ich möchte meinen Töchtern, meiner Frau sagen, gebt nicht auf, eure Liebe wird gewinnen und ihr werdet in meine Arme zurückkehren. Es geht hier um Solidarität mit Israel angesichts des Massakers. Es geht aber auch um ein Signal gegen die jüngsten israelfeindlichen Proteste und antisemitischen Übergriffe in Deutschland. Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben, ausgerechnet in unserem Land. Dass jüdische Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, ausgerechnet in unserem Land. Jeder einzelne Angriff auf Jüdinnen und Juden, auf jüdische Einrichtungen, ist eine Schande für Deutschland. Parallel zur Kundgebung gab es in Berlin erneut pro-palästinensische Proteste. Die nicht genehmigte Demo am Potsdamer Platz wurde aufgelöst. Joni Ascher aber war vor allem dankbar für das Berliner Bekenntnis zur uneingeschränkten Solidarität mit Israel. Und ich spreche jetzt mit Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Deutschland. Guten Tag. Guten Tag. Herr Beck, was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie an die tausenden Menschen denken, die am Wochenende ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt haben? Also ich bin sehr zufrieden, dass es uns in so kurzer Zeit gelungen ist, die größte pro-israelische Veranstaltung in der Geschichte der Bundesrepublik auf die Beine zu stellen. Und es war ja ein nie dagewesenes breites Bündnis von Arbeitgebern und Gewerkschaften, von Religionsgemeinschaften, Umweltverbänden und dem Bund der deutschen Industrie. Und alle Parteien waren dabei und sind dem Aufruf der deutsch-israelischen Gesellschaft gefolgt. Das ist ein wichtiges Signal, weil wir stehen vor einer großen Auseinandersetzung. Das wird uns alle sehr umtreiben, was wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen werden. Israel muss nach dem Angriff auf seine Bevölkerung dafür sorgen, dass sich ein solches Massaker wie am 7. Oktober nicht wiederholen kann. Israel muss dazu die militärische Handlungsfähigkeit der Hamas ausschalten und das wird eine große Militäroperation erfordern. Israel ist dabei gebunden und zeigt das auch, dass es darauf achtet, die Zahl der zivilen Opfer möglichst gering zu halten. Aber die Hamas boykottiert diese Strategie. Deshalb wird das eine schwierige Diskussion. Und deshalb war es so wichtig, dass so viele Menschen, 25.000, gesagt haben, wir stehen an der Seite Israel. Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Auf der anderen Seite gehen auch viele tausend Menschen auf die Straße, die sich für die Palästinenser einsetzen. Wie empfinden Sie das? Also ich habe gar nichts dagegen, dass man sich für die Palästinenser einsetzt. Ich habe was dagegen, dass man sich für die Hamas einsetzt. Und ich habe was dagegen, dass man das Abschlachten von 1400 Zivilisten in Israel relativiert und irgendwie scheinkontextualisiert. Für diese Taten gibt es keine Rechtfertigung. Das war keine militärische Auseinandersetzung. Das war feiges, brutales Morden. Und ein solches Handeln ist auch im Kriegsrecht geächtet. Die Hamas hat wirklich alle Grenzen, alle roten Linien überschritten mit dieser Aktion. Und deshalb muss die Völkergemeinschaft dafür sorgen, dass solche Leute verantwortlich gemacht werden und dass sie handlungsunfähig gemacht werden. So etwas darf die Völkergemeinschaft nicht dulden. Deshalb erwarte ich auch, dass alle sich an die Seite von Israel stellen. Haben Sie Sorge, dass sich der Konflikt im Nahen Osten immer stärker auf Deutschland auswirkt?
Ja, es ist ja schon geschehen und die Polizei in Berlin ist an ihren Grenzen angelangt und deshalb appelliere ich auch alle jetzt bei allen Aktionen, die man macht, darauf zu achten, dass nicht viel Polizeikräfte unnötig gebunden werden, weil sie hat jetzt hier zwei Aufgaben. Einerseits verbotene Demonstrationen auch tatsächlich zu unterdrücken, erlaubte Demonstrationen aus dem palästinensischen Spektrum daran zu hindern, Gewalttaten zu begehen oder Straftaten zu begehen, und gleichzeitig muss sie die vielen jüdischen Einrichtungen und auch die israelischen Einrichtungen in der Stadt schützen. Das schafft sie nicht mehr ausreichend. Und deshalb ist das eine schwierige Situation. Und das Problem ist auf jeden Fall in Deutschland angekommen. Mhm. Nun wird ja international mit großen diplomatischen Anstrengungen versucht, die angekündigte Bodenoffensive Israels zu verhindern. Was geschieht, wenn das nicht gelingt? Also es gibt gar keinen Grund, Israel an seinem Selbstverteidigungsrecht zu hindern. Israel hat dieses Recht und Israel hat die Pflicht, seine Bevölkerung zu schützen. Und wer Israel davon abbringen möchte, muss sagen, welchen Vorschlag er für diese Aufgabe hat. Wenn die Hamas kapituliert und die Kämpfer sich freiwillig übergeben und ihre Militäranlagen abgeben, dann wäre das Ziel auch erreicht. Bloß eine solche politische Initiative sehe ich nicht. Und man darf nicht jetzt erneut naiv so tun, als ob das ein Konflikt zwischen zwei gleichwertigen Seiten ist. Das war eine Operation des Iran durch sein Proxy Hamas und die Hisbollah droht mit einem Eingriff in diesen Konflikt. Und darauf muss sich die Diplomatie jetzt richten, dass das ein bilateraler Konflikt bleibt und dass Dritten klar gemacht wird, wenn Israel von dritter Seite jetzt in diesem Konflikt angegriffen ist, dann ist das nicht nur ein Angriff auf Israel. Danke für das Gespräch. Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Bitte sehr. Israels Militär hat in der Nacht seine Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen und im Südlibanon fortgesetzt. Nach israelischen Angaben wurde damit ein Raketenbeschuss auf Israel aus dem Libanon verhindert. Unterdessen haben die Vertreter von 6 Staaten, darunter die USA und Deutschland, ihre Unterstützung für Israel bekräftigt. Zugleich forderten sie die Regierung auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und Zivilisten zu schützen. In der Nacht veröffentlichte der palästinensische Rote Halbmond diese Fotos. 14 weitere Lkw mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten hätten die Grenze passiert. Am Samstag hatte ein erster Konvoi mit Hilfsgütern von Ägypten aus den abgeriegelten Gazastreifen erreicht. Diese Lieferungen seien aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, heißt es von Hilfsorganisationen. Die Lage für die Menschen sei dramatisch. Sie haben nicht genug Morphium und Schmerzmittel für die Patienten. Was sie also tun, ist, dass sie Operationen ohne ausreichende Dosis Schmerzmittel durchführen müssen. Sie beschreiben also Szenen von Patienten, die auf den Betten schreien, weil sie nicht genug Schmerzmittel haben. Kontinuierliche Hilfe soll es jetzt von den USA geben. Das bekräftigten US-Präsident Biden und Israels Premierminister Netanyahu in einem Telefonat. Auch in der Nacht gingen die Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen weiter. Laut einem Militärsprecher drangen Soldaten in den Gazastreifen ein. Ein Soldat starb dabei, 3 weitere wurden verletzt. Auch im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, gab es gegenseitige Angriffe in der vergangenen Nacht. Nachgefragt bei Kilian Neuwert in Tel Aviv. Israel hat nun in der Nacht ja seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt und auch wieder den Libanon beschossen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Nun, wenn wir in den Gazastreifen blicken, dann ist dort die Rede von der schlimmsten Nacht, von den heftigen Bombardements seit Beginn der aktuellen Auseinandersetzung am 7. Oktober. So hat das zumindest ein Kamerateam geschildert, mit dem die ARD in Gaza zusammenarbeitet. Auch für uns hier im Team und Tel Aviv sind diese Menschen dort momentan unsere Augen und Ohren im Gazastreifen, weil wir dort selbst nicht hineinkommen, selbst also nicht von vor Ort berichten können im Moment. Und wie sieht es mit Hilfslieferungen aus? Kommen die denn an? Kommen die durch? Nun, die ersten 2 Konvois haben den Gazastreifen erreicht. Gestern Abend ja der 2. Konvoi mit etwas mehr als 1 Dutzend Lastwagen. Für Beobachter stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich immer die Frage, wenn wir über den Gazastreifen sprechen, ob diese Hilfsgüter tatsächlich
bei der Zivilbevölkerung landen oder ob sie nicht doch in den Händen der Hamas landen, was Israel ja klar verhindern wollte. Soweit wir wissen, ist bislang noch kein Treibstoff in den Gazastreifen gelangt. Israel hatte das auch gesagt, dass man das eben nicht möchte, um zu verhindern, dass die Hamas ihn bekommt und ihn für terroristische Zwecke einsetzt. Die Treibstoffvorräte der Vereinten Nationen im Gazastreifen gehen aber zur Neige, so wie wir hören. Dieser Treibstoff ist wichtig für die Kliniken, die damit ihre Notstromgeneratoren betreiben müssen. International bemüht man sich ja intensivst, eine Bodenoffensive zu verhindern. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass das gelingen kann? Das ist eine sehr schwierige Frage und um ehrlich zu sein, kann ich darauf im Grunde genommen keine seriöse Antwort geben. Wir bewegen uns da immer im Bereich der Mutmaßungen. Was sich dazu sagen lässt, ist, dass Israel ja klargestellt hat, dass man die Hamas zerschlagen will nach diesem heftigen terroristischen Angriff auf das Land am 7. Oktober, der vielen Menschen hier immer noch in den Knochen steckt. Sie sind schockiert angesichts der Bilder, angesichts der brutalen Übergriffe auf Zivilisten, auch angesichts der Situation der Geiseln, die die Hamas und andere terroristische Organisationen in den Gazastreifen verschleppt haben. Da ist also die Marschrichtung klar, die Hamas zerschlagen und Israel sagt, man bereitet sich eben auf diese Bodenoffensive vor, wie auch immer die dann aussehen wird. Ich denke, der internationale Druck, den man hier spürt, das kann man wohl so sagen, der hat sich dahingehend ausgewirkt, dass wir jetzt eben die Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerungen im Gazastreifen sehen. Aber wie das weitergeht, das kann ich von hier aus kaum einschätzen. Nun wurden ja am Wochenende zwei entführte Geiseln freigelassen, zwei Amerikanerinnen, eine Mutter und ihre Tochter. Was ist über die anderen entführten Geiseln bekannt? Weiß man, wie es ihnen geht? Bislang ist da tatsächlich sehr, sehr wenig bekannt und es dringen wenige Informationen nach draußen. Aber diese Geiseln, das ist etwas, was die israelische Öffentlichkeit umtreibt. Hier ganz in der Nähe von unserem Studio in Tel Aviv befindet sich das israelische Verteidigungsministerium und dort sehen wir seit Tagen, wie sich wirklich Tag für Tag Menschen dort versammeln. Sie haben Bilder an eine Mauer gehängt, Fotos, die die Geiseln zeigen. Die Menschen sind in großer Sorge um deren Schicksal. Das treibt sie um, dass israelische und auch andere Staatsbürger verschleppt worden sind in den Gazastreifen. Und man hört ganz Unterschiedliches von den Menschen dort. Manche sagen, eine Bodenoffensive bloß nicht. Wer weiß, was dann mit den Geiseln passiert. Wiedere andere sagen, israelische Regierung, lasst die Menschen nicht im Stich. Ihr habt sie schon einmal im Stich gelassen, nämlich am 7. Oktober, als ihr sie nicht beschützt habt. Also tut jetzt alles, um diese Geiseln freizubekommen. Dankeschön für diese Informationen nach Tel Aviv. Kilian Neuwert. Ich sage danke.